Oh mein Gott, ich bin gerade voll in meine eigene Falle getappt. Oh mein Gott, die Kinder spielen Tablet. Machen sie nicht oft? Das sind ja diese Amazon-Tablets, die wir geholt haben für lange Autofahrten. Als unser DVD-Player im Auto kaputt gegangen ist, haben wir überlegt, ob wir einen neuen kaufen oder lieber diese Tablets, weil wir ja kaum noch DVDs kaufen. Das ist ja alles nur noch über Amazon. Es ist ja einfach so, wenn Amazon irgendwann mal sagt, ich mache das 50 Euro teurer im Monat, sind wir eigentlich alle am Popo, weil alles nur noch darüber läuft. Aber sie sind irgendwann dahinter gekommen, weil Annabelle ist halt recht gewitzt auch mit der Technik und die kann das schon sehr gut, dass da nicht nur ein paar Filme geguckt werden können, wenn wir unterwegs sind, sondern auch Spiele drauf sind, Lernspiele, kleine Filmchen, also echt tolle Sachen für Kinder. Und ab und zu haben wir ihnen halt mal erlaubt, ein halbes Stündchen hier und da zu spielen. Und irgendwann waren sie so vertieft in dieses Spiel mit den Katzen oder Puppen und anderen Tieren, die sie pflegen können, so Tamagotchi-mäßig, dass wir irgendwann natürlich gesagt haben, jetzt reicht's aber mal, ne? Und dann wollten sie natürlich die Tablets nicht hergeben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's mir. Die Spielzeugpolizei hat die Tablets geholt, weil ihr zu viel gespielt habt. Großes Geschrei. Die waren im Garderobenschrank, ne? Da habe ich im Moment alles so drin, was rumfliegt. Und jetzt haben sie angefangen, gerade im Garderobenschrank zu wühlen. Die Tablets waren vergessen seit Wochen. Schon seit Wochen. Monaten. Also bestimmt schon seit März oder so, also die sind schon ewig weg. Und jetzt gerade haben sie gesehen und da kamen sie in die Küche gestampft. Annabelle natürlich vorne dran. Ne? Unsere Tablets sind im Schrank. Die Spielzeugpolizei hat die gar nicht geholt. Die waren versteckt. Oh. Ja, hat sie gesagt. Das ist gar nicht wahr. Die sind ja noch da. Dann habe ich das halt erklärt, habe ich gesagt, na, also ich wusste gar nicht, dass die da sind. Wo waren die denn? Ach so, bestimmt hat die Spielzeugpolizei die zurückgebracht. Ja, bestimmt, weil sie der Meinung ist, ihr habt jetzt lang genug gewartet und wir probieren es jetzt nochmal, ob ihr jetzt damit spielt. Und wenn ihr immer schön aufhört, wenn wir das sagen und es nicht übertreibt und auch wenn Besuch da ist, nicht spielt, dann dürft ihr die bestimmt behalten. Und ich war schon so sauer auf Papa. Ich habe gedacht, der hat uns nur veräppelt und das ist gar nicht wirklich abgeholt worden. Und er hat die für uns versteckt. Ich war so sauer. Gerade noch die Kurve gekriegt. Lang funktioniert das nicht mehr, ich weiß. Aber solange es geht. Jetzt spielen sie gerade. Sie haben die Monate nicht gehabt. Jetzt dürfen sie gerade spielen. Kommt mir gerade ganz gut gelegen. Ich schäle jetzt mal schnell Kartoffeln. Mein Mann kommt auch gleich wieder. Der ist auf dem Rückweg. Der hatte heute die zweite BioNTech-Impfung. Der ist jetzt gerade schon wieder auf dem Rückweg. Jetzt sind eigentlich die meisten bei uns geimpft, ich noch nicht, aber meine Eltern haben ihre Erstimpfung, andere Verwandte sind auch schon durchgeimpft, nicht alle, aber die meisten, ja, ich halt noch nicht, weil Impfstoff ist halt immer noch ein bisschen knapp, ich bin halt noch nicht in dem Alter und ich bin halt auch, Gott sei Dank oder leider, sehr gesund, kam ja auch beim Test raus, ich habe ja nichts, also von daher warte ich halt noch, aber ist nicht schlimm, aber er ist jetzt schon mal durch, das ist gut. Meine Eltern warten jetzt auch auf ihre zweite BioNTech. Zum Glück kein Astra geworden, sondern doch BioNTech und das geht ja relativ zackig. Sehr gut. Schäle ich jetzt mal weiter Kartoffeln. Vielleicht pflanze ich nachher noch ein paar Blumen um. Ich bin am Überlegen. Mal gucken. Schwiegermama kommt ja auch nachher und dann wollen sie vielleicht nochmal zur Schule fahren. Wir waren auch gestern mit meinen Eltern bei der Grundschule und haben uns das nochmal angeguckt von außen. Also haben es meine Eltern auch gezeigt. Ist eine super schöne Schule, wirklich. Ich wusste, dass es eine schöne Schule ist. Also klar sind innen drin auch mal Wände bemalt und unter der Treppe geschmiert, logisch, was ich so gesehen habe. Aber es ist eine sehr saubere, sehr ordentliche Schule. Weiße Wände oder bunte Wände, keine Betonwände, wie es ja eine Zeit lang wirklich mittlerweile auch in Grundschulen modern war. Schöne Fliesen. Ja, also wirklich, wirklich eine schöne, schöne, schöne Schule und ein riesen Außenbereich zum Spielen, für die Pausen. Also dadurch, dass es jetzt auch Ganztagsbetreuung teilweise gibt. Ich glaube, ab 2026 soll es in allen Schulen sein. Hat sich, glaube ich, geändert. Aber die haben das schon, zumindest teilweise. Die machen auch Schwimmunterricht, haben zwar kein eigenes Schwimmbad, aber machen Schwimmunterricht, machen auch nicht alle Schulen, finde ich sehr gut. Und es ist super schön, also richtig schön und so viel Land außenrum und total weit ab vom, also nicht weit ab vom Schuss, sondern nur so ab vom Schuss, kein Durchgangsverkehr. Klasse, also richtig schön, da sind dann auch die Sportplätze und alles, also es ist eine super schöne Schule, richtig schön. Das haben wir gestern meinen Eltern gezeigt und Annabelle möchte es heute der Schwiegermama auch nochmal zeigen. Da bleibe ich aber vielleicht dann hier, damit ich mal ein bisschen was schaffe, weil gestern habe ich gar nichts geschafft. Ich war nur draußen und ich glaube, ich muss hier ein bisschen nachpumpen.
ja, die Nacht von Freitag auf Samstag war so ein bisschen durchwachsen. Hanna hat gebrochen. Ja, kam so ein bisschen vom Mittagessen noch mit raus. Ich glaube, da lag ihr irgendwas quer. Ich weiß gar nicht, was es gegeben hat im Kindergarten. Ich meine was mit Kohl. Und sie hatte auch einen ganz schönen Blähbauch. Und das kam mit der Milchflasche und mit allem drum und dran. So ein bisschen Kohl mit. Deswegen glaube ich fast, da lag was quer. Und am Nachmittag, als meine Eltern schon da waren, ist mein Mann dann gestolpert über unsere Ausgang zur Terrasse, ganz normaler Ausgang, aber ist er mal wieder blöd hängen geblieben und hat sich am Zeh was aufgerissen. Das hat so geblutet. Oh Gott. Alles gut mittlerweile, desinfiziert, Pflaster drauf, aber es hat im ersten Moment geblutet, weil es so ein schräger Einschnitt war, richtig tief. Zum Glück war heute nichts. Das ist total cool, wenn man hier schaut, was wir hier bei uns ganz viel haben. Habe ich so noch nie erlebt. Störche. Wir haben auch in der Nähe der Schule ein Storchennest und hier fliegen ganz oft Störche bei uns über den Garten. Auch die Kraniche sind hier drüber geflogen, aber ich sehe andauernd auch mal Störche. Das ist so krass, ich kenne das so gar nicht. Also, und ich habe auch schon mal auf dem Land gelebt. Ich dachte erst Fischreiher, aber nee, Kraniche und Störche tatsächlich. Ja, mittlerweile sehe ich auch wieder ein paar mehr Vögel. Gut, hier war noch alles im Baugebiet. Jetzt langsam, wo es grüner wird, kommen sie auch. Aber ich sehe gar nicht so viel Spatzen oder so. Ich sehe wirklich hauptsächlich Störche. Krass. Und wir haben auch ein bisschen Flugverkehr. Hat man zu Zeiten von Corona nicht gemerkt, aber es ist genau richtig. Es ist nicht belästigend, aber so, dass ich es cool finde, weil ich mag das ja. Es ist überhaupt nicht belästigend, aber ich finde es total cool, das, was ich sehe. Und ab und zu auch mal einen Hubschrauber finde ich total schön. Ab und zu sieht man auch so Sportflieger, also es ist ziemlich cool. Ich mag das ja persönlich sehr gern, solange es nicht belästigend ist. Das ist es nicht. So genau richtig. Schön. Kriegt man gleich immer so Fernweh, ne? Wenn man hier sitzt, blauer Himmel, Sonnenschein, guck auf die Palmen und sehe dann die Flugzeuge, möchte ich reinspringen und nach Meru auf die Malediven. Gerne auch wieder dorthin. Boah, die Sonne knallt. Gestern war auch so schönes Wetter angesagt und das war gar nicht so cool, aber heute ist wieder sehr, sehr warm. Na gut, Becken steht. Jetzt gehe ich mal rein und gucke, was die kleinen Monsterchen machen, aber die sind bestimmt noch an ihren Tablets. Habt ihr schon ordentlich gespielt auf der Couch wieder, ne? Ihr zwei. Ja, meine ist gerade Abendbrot. Aha. Uiuiui. Ui, ui. Was Gesundes und was Süßes. Was Gesundes und was Süßes? Was macht gerade ihr denn? Hat sie das getrunken? Zeig. Egal, hat sie getrunken. Dann ist Mama, dann oh mein Gott. Mama. Und ja. Dann ist die zum Nachtessen. Und du? Mama. Und du wäschst die Katze gerade? Mama. Ja? Mama ist ja nicht. Oh, die wird erstmal gewaschen. Mama. Ja, 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 ja. Was denn? Oh ja, wasch den Schaum mal ab. Genau. Und deine ist noch? Was ist sie denn? Meine ist gerade das sauste Stück. Oh, super. Und jetzt ist sie gerade die gesunde Karotte. Dann ja, das ist auch gut so. Dann versorgt mal eure Katze und kurz. Und gleich gerade mein Meerjungfrauenspiel. Ach so? Ja, das ist Minzwasser. Wollt ihr? Ja, gerne. Mama, schau mal. Okay. Ich schminke gerade meine Meerjungfrau mit einer Gesichtsmaske. Oh, zeig mal. Das ist die Gesichtsmaske von einer Meerjungfrau. Oh, ja, die muss ja danach eine wunderschöne Haut haben. Und du? Guck. Ah, das Steckspiel. Schön. Schau mal, Mama. Oh ja, eine tolle Haut hat sie bekommen. Toll. Also, möchtet ihr ein Glas Minze? Gerne. Hanna, du auch Minzwasser? Muscheln auf den Augen. Na, sowas. Hanna, möchtest du auch Minzwasser? Nein, aber Annabelle möchte was. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ist echt praktisch, wenn man das jeden Tag machen kann. So, meins. Würde ich nämlich mal so eine Tasse, ne? So. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Mal wieder im Baumarkt. Ich möchte mir noch eine Pflanze mitnehmen. Wir waren jetzt am Montag schon hier und haben uns endlich so einen Schlauchwagen geholt. Ich weiß gar nicht, welchen wir geholt haben. Der war es nicht. Der war es auch nicht. Ich glaube, das ist der gewesen hier. Damit wir endlich unseren Gartenschlauch unterbringen können. Und ich möchte mir jetzt noch ein Blümchen holen. Es gibt nämlich Hortensien die Woche. Und da habe ich schon eine mitgenommen und ich möchte mir jetzt noch eine mitnehmen. Leider stehen die jetzt hier alle so schön am Boden. Jetzt muss ich gucken, dass ich die gleiche nochmal finde, weil ich hätte gerne die. Und da sind die Olivenbäume. Möchte ich auch gerne. Werde ich mir vielleicht nächstes Jahr holen. Ist ja eine etwas größere Anschaffung. Muss man sich schon überlegen. Beziehungsweise, ja doch, wenn man einen mit einem etwas dickeren Stamm schon will, der etwas älter ist, kostet er ja auch ein paar Euro. Ich denke, das mache ich vielleicht erst im nächsten Jahr, weil ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher bin. Und nicht, dass ich den jetzt dahin stelle und dann sage ich nächstes Jahr, oh Mist, passt doch nicht so gut.
Ich beschränke mich jetzt erstmal auf die Hortensie und guck mal, ob ich meine noch mal finde hier. So, ich nehme jetzt mal die hier mit. Royal Red. Ich hatte eigentlich die Red Ball beim letzten Mal, aber die finde ich jetzt gerade einfach nicht. Deswegen, ich nehme jetzt mal die hier mit. Ich will nämlich unbedingt so was richtig Knalliges haben. Nicht rosa, sondern richtig knallig. Ja, nehme ich jetzt halt mal die Royal Red mit. Ja, ist auch okay, weil die ist bestimmt noch irgendwo da drin. Aber ich werde jetzt nicht alles durchwühlen. Ich habe hier vorne mal geguckt, aber nee, ich nehme die jetzt mit. So, ich habe doch noch umgetauscht. Ich habe nämlich noch eine Ball Hortensie in Rot gefunden. Die nehme ich jetzt mit. Unser Auto sagt 30 Grad, Honey. 30 Grad. So warm ist es. 30 Grad. Wollen wir reingehen? Ja, ne? So, ich lasse jetzt noch ein bisschen Wasser in den Pool laufen. Meistens mache ich tatsächlich nur den ersten Ring. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das heute überhaupt zu voll mache, weil das reicht Hannah einfach. Alles andere ist ihr schon fast zu viel und Annabelle geht einfach auch nicht so lange rein, dass sich das lohnen würde, das Ding komplett voll zu machen. Tatsächlich vergieße ich davon abends aber auch sehr, sehr viel. Ich freue mich nicht auf die Wasserabrechnung im Januar, also gar nicht. Aber es liegt halt an der Hecke, ne? Die Hecke, solange sie so jung ist, im ersten Jahr braucht halt Wasser. Wenn sie mal groß ist, muss ich sie nicht mehr gießen. Oder da müsste dann wirklich schon eine Dürreperiode sein, dass ich sie gießen muss. Aber jetzt braucht es halt noch und oh Gott, das ist so viel Wasser. Ja, hier ist übrigens der Schlauchwagen, diese Schlauchtrommel, die wir gekauft haben. Das ist super, jetzt ist das Ganze ordentlich aufbewahrt, weil das ist so ein Gardena-Schlauch. Der ist, was ist der? Ich glaube, 19 Millimeter? Ich habe keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall, der ist sehr, sehr dick und wenn da Wasser drin ist, der ist so steif. Als der immer hier rumlag, damit konnte ich gar nichts anfangen. Deswegen diesen Wagen endlich mal. Jetzt ist der ordentlich aufbewahrt. Wir hatten ja mal einen neuen Schlauch geholt und zwar so ein, Gott, ich weiß nicht, wie die heißen, diese flexiblen mit, ich sag mal, mit Stoff, die sich dann auch selber wieder zusammenkrümpeln. Wisst ihr, die sich so richtig klein machen. Der ist aber jetzt super schnell kaputt gegangen. Der hat sich nicht mehr leer gemacht, nicht mehr richtig, war nicht mehr richtig Druck drauf, wollte ich sagen. Und ja, war halt nichts. Deswegen haben wir jetzt gedacht, na komm, jetzt holen wir endlich diesen blöden Wagen und dann ist gut. Weil der Schlauch ist an sich top, der ist von der Qualität her echt super, der ist lang. Ich glaube, der ist 30 Meter lang. Also damit komme ich auch vorne an die Hecke. Eigentlich super. Naja, jetzt haben wir ihn endlich geholt, ne? So. Dann gucken wir mal gerade in die Hütte, aber ich glaube, da kann ich euch gerade gar nicht viel zeigen. Dort ist aktuell unsere Hütte. Ja, hier ist so die Ecke mit den Kinderspielsachen, mit den Pferden der Kinder. Da muss ich noch ein Hängeplätzchen für finden. Das ist so ein Schwungtuch. Das kann man ganz gut über unser Klettergerüst spannen. Da oben habe ich nochmal so ein Spielzelt, Spielmatten. Ja, da ist noch nichts aufgeräumt. Da liegt erstmal alles in der Ecke. Aber ich bin ja froh, dass wir überhaupt das Regal jetzt schon hier drin haben. Genau, da müssen wir noch einen Hänger finden für unsere Gartengeräte hier, der Hüpfball. Da ist was drin, das ist noch nicht richtig verräumt, weil, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist das ein Teil der Pumpe. Wir haben uns jetzt eine Pumpe geholt, endlich, womit wir das Wasser in den Gartenschlauch kriegen aus dem Planschbecken, damit wir das auch mit dem Gartenschlauch vergießen können. Ich habe das die Tage immer mit der 10-Liter-Kanne gemacht. Geht, aber ist ein gutes Workout, ne? Aber auch nur für einen Arm. Deswegen endlich diese Pumpe. Ich habe darauf bestanden, dass die kommt. Ich glaube, die hat jetzt 40 Euro gekostet und ist ihr Geld auf jeden Fall wert. Genau, aber die liegt gerade irgendwo anders. Kann ich euch leider jetzt nicht zeigen. Und wir haben hier Rasenteppich reingelegt, weil wir den übrig hatten. Und ich finde es eigentlich ganz schön. Wir gehen jetzt hier mit nicht mehr ganz so matschigen Schuhen rein, habe ich zu meinem Mann gesagt. Man hätte ja die Stiefel mal sauber machen können, bevor er sie da hinstellt, ne? Und es ist schön für die Kinder, wenn sie hier reinlaufen und sich die Pferde holen oder ihren Hüpfball. Und im besten Falle was von da hinten, ne? Wenn hier nicht der Karton stehen würde, ist das ganz schön mit dem Rasenteppich. Und ansonsten haben wir hier unseren Rasen angesät und man kann erkennen, der wächst auch gut. Leider haben wir es noch nicht ganz ordentlich gemacht. Das Beet haben wir immer noch nicht gemacht da hinten. Ich glaube, das mache ich aber auch nicht. Ich kann ja eh erst im Herbst irgendwas einsetzen. Jetzt in voller Blüte kann ich ja eh nicht. Ich habe gesagt, vielleicht können wir am Wochenende das Ganze mal ordentlich ausstechen und vorbereiten, dass es anständig aussieht. Ja, hier noch ein paar Unebenheiten ausgleichen und dann ja, wächst der Rasen doch schön. Ja, die Kinderblumen habe ich jetzt alle hier hingestellt. Der kleine Kindergarten hier. Genau. Ja, und hier hinten ihren anderen Blumentopf. Da kommt auch noch was hin. Aber das wächst auch schon ganz gut zusammen, muss ich sagen. Der Rasen wird. Hier ist er ja wirklich sehr, sehr gut geworden. Noch nicht hundertprozentig perfekt, aber es wird. Ist richtig gut gelungen. Ja, aktuell steht hier die Küche.
Trampolin ist unsere Aufbewahrung für alles Mögliche. Aber ich werde demnächst mal die Luft rauslassen aus diesem Basketballkorb, dem Flugzeug, dem Auto, weil die nutzen sie momentan sehr wenig. Die kann man immer noch aufblasen, wenn es gewünscht ist. Aber das hatte ich ja den einen Tag halt gemacht, um Hannah abzulenken, ne? Weil ich einen Planschbeck zurückschicken wollte. Das sollte sie nicht vermissen. Also habe ich sie mit lauter anderem Zeug abgelenkt. Aber ein bisschen was davon werde ich jetzt wieder klein machen. Leute, 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 es wird wieder so warm heute. Es ist ja angekündigt, dass es am Donnerstag in der Sonne 38 Grad wird. Das ist wirklich krass. Also heftig, aber es ist jetzt schon die Tage unheimlich warm und die Sonne ist so aggressiv. Wow. Ich war ja jetzt die Tage immer mit den Kindern draußen, also wirklich die ganze Zeit dauernd und es hat auch Spaß gemacht. Aber gestern waren meine Eltern da, da haben wir das tatsächlich nicht gemacht. Da sind wir tatsächlich erst nach dem Abendbrot raus. Ich habe Abendbrot nicht zu spät gemacht, um 17 Uhr, dann haben sie in Ruhe gegessen. Circa 18 Uhr kam dann mein Mann und dann sind wir nochmal in den Garten raus bis kurz vor 8. Es hat dann auch komplett gereicht, die Kinder waren dann trotzdem durch, weil ich muss sagen, heute werde ich es genauso machen. Am Mittwoch, Donnerstag, wenn es so heiß werden soll, also noch mal heißer werden soll, definitiv auch. Und Freitag mal gucken, weil da kommt mein Mann ja auch ein Ticken eher. Da kommen wieder meine Eltern und da kommt auch mein Mann eher. Schauen wir mal, was wir dann machen. Aber ich muss sagen, heute und morgen werde ich definitiv auch mit den Kindern erstmal drin bleiben. Annabelle geht ja eh bis fast 16 Uhr in den Kindergarten, hat dort Spaß. Die haben da ab heute wohl so ein Wasserhelikopter, der alle nass spritzt. Ich glaube, die haben kein großes Planschbecken, die haben sowas. Habt heute Badesachen mitgenommen. Die Kleinen haben das nicht, aber die Kleinen bleiben ja auch nicht so lange. Hanna hole ich ja gegen 12 und dann ist okay. Ich mache jetzt trotzdem Wasser in den Pool, falls sie unbedingt möchte. Oder damit die Sonne das auch nochmal richtig schön anwärmt, weil das nicht ganz so kalt ist. Und ja, dann, obwohl ihr das eigentlich, muss ich sagen, egal ist. Sie setzt sich nicht wirklich rein. Ihr ist das komplett egal. Wenn Wasser, dann egal. Kann das eiskalt sein. Nee, also mal gucken, ob ich mit ihr rausgehe. Aber ich versuche erstmal, wenn sie geschlafen hat, sie noch ein bisschen mit ein paar Spielen zu beschäftigen. Tiere füttern nehme ich mir hier mit runter. Das Puzzlebuch. Wenn Annabelle heimkommt, darf sie auch erstmal mit Hannah zusammen vielleicht was Kleines gucken oder ein bisschen im Tablet spielen, dass man sie einfach ein bisschen beschäftigt, weil die ist dann platt. Annabelle ist dann wirklich müde, vor allem bei dem Wetter. Und ja, vielleicht lasse ich sie dann ein bisschen Tablet spielen oder was gucken. Mal schauen. Und dann mache ich Abendbrot und dann gehen wir raus. Ja, weil das ist mir einfach zu heiß jetzt die Tage, also 38 Grad. Die Sonne ist so aggressiv und die rennen natürlich dann die ganze Zeit in der Sonne rum. Wir haben ja noch die Markise nicht, aber das würde auch nichts ändern, wenn wir die Markise hätten. Das würde für die Kinder ja gar nichts ändern. Ich habe dort die Sonnenschirme stehen. Klar, ich könnte die Kleinen noch im Garten verteilen, aber die rennen ja trotzdem die ganze Zeit rum. Und Hannah am liebsten nackig oder nur mit Höschen. Und die Sonne ist einfach so aggressiv. Ich finde, das reicht dann immer relativ bald. Und mir ist es dann auch zu lang, ehrlich gesagt. Es ist halt genau die Mittagshitze, wenn Hannah wach wird. Dann haben wir so 2:30, 3:00. Und wenn Annabelle heimkommt, zwischen 3 und 5 ist so diese extreme Stauhitze noch im Garten. Und das finde ich furchtbar. Deswegen beschäftigen wir uns drin und gehen dafür dann nach dem Abendbrot nochmal raus. Haben wir jetzt ein bisschen anderen Rhythmus als vorher. Vorher war es wirklich so, dass wir uns ausgepowert haben. Dann reingegangen sind, Abendbrot gegessen, noch was gemacht und dann irgendwann ins Bett. Und jetzt haben wir das heute auch ein bisschen geändert und das klappt auch super, war gar kein Thema, dass wir erst ein bisschen Fernsehen vielleicht oder auch was spielen. Also Hannah guckt jetzt nicht von 15 Uhr bis 18 Uhr Fernsehen, das machen wir nicht. Aber dass wir versuchen mal ein bisschen zu puzzeln, hier drin uns zu beschäftigen mit dem Tipptoy-Buch oder mit dem Tablet. Ne, da mache ich mit ihr auch manchmal Spiele, da hat sie so ein ganz tolles Puzzle- und Steckspiel, das macht auch total Spaß. Ist auch motorisch für sie gut. Aber ich habe auch hier das Maulwurf-Puzzlebuch. Das macht sie momentan gerne mit mir. Und sie hat auch mit Annabelle jetzt mal Tiere füttern angefangen. Das Spiel hat Annabelle ja rauf und runter gespielt. Hannah ja irgendwie gar nicht. Hat irgendwie keine Geduld, sich das von mir zeigen zu lassen. Aber das haben sie oben ausgebreitet gestern. Ich werde das mal zusammenräumen und mit runternehmen. Weil runter will sie immer. Und dann werden wir gucken, dass wir das nachher mal ein bisschen spielen. Bis wir Bella holen. Ja, und unsere Markise. 13.09. frühester Termin.
Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich dachte, es gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. 13.09. Ich war am 13.09. hat Annabelle Geburtstag. Da müssen sie sowieso nicht kommen. Aber krass. Das ist aber momentan scheinbar bei den Markisenherstellern allgemein so. Es dauert lange. Er sagt, er hat täglich Kunden, die ihn anrufen. Er hat jetzt einen Kunden, der seit 3 Monaten auf 4 Stangen wartet, um das Ding dran zu machen. Alles andere ist fertig. 4 blöde, dämliche Stangen. Und bei uns auch. Ich meine, da ist der Sommer quasi zu Ende. Da können sie die Markise gleich nochmal 9 Monate behalten und mir dann dran machen. Ne? Also, das ist lustig. Er sagt halt, die Hersteller reden sich momentan alle, aber durch die Bank weg mit Corona raus. Also nur. Ja, und da sagt man natürlich auch, also irgendwo ist ja mal gut. Er meinte erst, ja, die Markisenhersteller sagen halt, im Sommer will jeder eine Markise. Ich mir gedacht, naja, das ist für einen Markisenhersteller jetzt nicht überraschend und wahrscheinlich wünschenswert. Und da der ja jetzt nicht unbedingt anderes Business nebenbei hat, so wie Autowaschen, ja, müsste darauf eigentlich vorbereitet sein. Und jetzt sind natürlich die Corona-Zahlen unheimlich niedrig. Sich jetzt nur noch mit Corona rauszureden, es ist natürlich oftmals auch ein Grund, aber im Moment ist es wirklich so, dass jeder sich mit Corona rausredet. Irgendwas passt nicht, ja, es ist Corona, ne? Ist halt so. Und du denkst dir, okay, als die Fallzahlen bei fast 40.000 lagen, da hat das gut geklappt. Und jetzt, wo sie bei 500 liegen, da läuft nichts mehr. Alles klar, haben wir verstanden, gut. Naja, egal. Ist wie es ist, wir kommen zurecht. Ich habe die 2 kleinen Schirme auf der Terrasse stehen. Das gibt Schatten auf der einen Seite von der Lounge. Das langt den Kindern, da können sie sich hinsetzen, ausruhen, Pause machen, Eis essen, umziehen, eincremen, alles gut. Reicht. Wir nutzen halt unseren Tisch nicht wirklich viel momentan. Ich könnte die Schirme rumschleppen, mache ich aber nicht. Ich habe ja noch einen großen Schirm am Grillplatz, der eigentlich da sinnlos steht. Aber Hanna setzt sich so gern dahin. Die setzt sich immer auf den Schirmständer und dann hockt sie da und guckt. Das ist so ihr Plätzchen, deswegen will ich den da jetzt nicht wegnehmen. Ist halt so. Ja, aber wir kommen zurecht. Und im Garten würden mir die kleinen Schirme ja eh nichts bringen, wenn die Kinder die ganze Zeit am Rennen sind, ne? So, und jetzt werde ich mich an die Arbeit machen, beziehungsweise muss ich mal ein Video online stellen. Ich habe euch ewig keine Videos online gestellt. Das ist ein uraltes Ding, ich mache es trotzdem. Ganz schlimm, ich weiß nicht, ich komme zu gar nichts. Seit ich Hanna früher abhole, habe ich das Gefühl, ich schaffe nichts mehr, obwohl ich umgerechnet eigentlich dieselbe Zeit habe. Aber durch diese Unterbrechung und nur bis 12, und weil ich halt oftmals noch irgendwas erledige früh, sei es jetzt einkaufen oder heute Baumarkt, jetzt zum Beispiel schon wieder 9:15. In 2 Stunden 45 stehe ich schon wieder im Kindergarten und ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Also das ist extrem heftig. Und eigentlich muss ich noch bügeln, aufräumen, machen, putzen möchte ich am Freitag. Ich will halt für am Wochenende so viel wie möglich schaffen, weil das Wochenende ist ein freies Wochenende. Die Kinder sind bei den Großeltern. Annabelle ist bei der Schwiegermama, Hanna bei meinen Eltern von Samstag auf Sonntag. Und wir haben so ab mittags, Samstag, Zeit bis nachmittags am Sonntag. Und wir wollen diesmal nicht so viel machen. Ich möchte hinten am Beet eine Kleinigkeit machen und wir wollen uns mal unsere Rasenkante anschauen, ob wir die behalten oder nicht. Aber das war es eigentlich auch. Ansonsten wollen wir nicht so viel machen. Kleinigkeiten höchstens. Oder ich wollte mich, wenn die Sonne da ist, mal in die Sonne legen, weil es soll ja auch gewittern irgendwann. Ob das dann den ganzen Tag bewölkt ist oder nur eine Stunde und der Rest ist schön, weiß ich noch nicht. Ich wollte zu Andreas GmbH kurz. Vielleicht gehen wir abends auch mal was essen. Wir haben überlegt, mal in die Stadt zu fahren, weil ich mal zu Primark wollte und man braucht ja jetzt keine Termine mehr. Aber ehrlich gesagt, können wir ja dadurch, dass wir erstmal die Kinder bei den Großeltern verteilen, erst mittags hinfahren. Und ich könnte mir vorstellen, auch bei dem Wetter, dass viel los ist. Weil mit den Freibädern ist es ja noch nicht so einfach. Und die Leute haben immer noch diese Shopping-Entbehrung. Und wo jetzt die Termine wegfallen, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Hölle los ist. Und ich müsste entweder auf die Zeil oder ins Nordwestzentrum. Na gut, Zeil wäre jetzt für uns wahrscheinlich problemloser, weil vom Parkplatz her easy. Da könnten wir bei meinem Mann parken auf der Arbeit. Das wäre sehr einfach. Das ist das Schöne, der Parkplatz mitten in der Stadt, das ist gut. Nordwestzentrum, ich stelle es mir halt voll vor. Und wenn dann zu viele Leute in die Läden wollen, steht man auch in der Schlange. Und so will ich unser Wochenende jetzt eigentlich nicht verbringen. Deswegen, ich glaube, das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Wir gehen vielleicht abends was essen und ansonsten vielleicht einfach mal nichts tun. Das haben wir selten. Uns mal einen Cocktail machen, in die Sonne legen oder hier hinlegen und einfach mal das Gefühl haben, dass wir jetzt nichts tun müssen, obwohl wir wissen, wir haben genug zu tun. Aber das brauchen wir mal, das brauche auch ich mal so ein Wochenende. Und deswegen, ja, habe ich vor, jetzt vorm Wochenende möglichst viel zu schaffen. Deswegen höre ich jetzt auf zu schnacken, guck, ob ich vielleicht dieses Video online kriege, auch wenn es von Mai noch ist, also ganz furchtbar. Aber ich versuche es zu machen,
damit es mal weiterläuft. Und dann setze ich mich noch an die Arbeit und dann sehe ich mich noch nicht bügeln, weil dann muss ich schon wieder los. Aber gut, so vergehen die Tage. Trotzdem ist es schön, dass Hannah zu Hause schläft, weil sie freut sich, wenn sie heimkommt, wenn sie in ihr Bett krabbeln kann. Sie hat Zeit beim Aufwachen, sie lässt sich teilweise noch lange streicheln, rennt dann erstmal hier nackig durch die Gegend und hat einfach Zeit, wach zu werden. Ist schon schöner. Gefällt mir ganz gut so. Machen wir jetzt auch weiterhin. Muss gehen. Okay, ihr Lieben, dann mache ich mich jetzt mal ran. Mal gucken, was ich schaffe.